So, zurück zu Edna. Alles anfassen, habe ich gesagt. Sehen wir uns erstmal das Heftchen hier an. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Kannst du es mitnehmen? Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Okay, kannst du irgendwie nutzen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ja, gut, verständlich. Ein Buch. Sieh dir das Buch an. First Steps. Ich sehe jetzt schon, das ist irgendein Rätsel. Und hier ist Geldofs Mom, also Bob Geldofs Mom wahrscheinlich, wie lustig. Irgendwas im Viervierteltakt. Sieht ein bisschen aus wie die fünf Finger von hier, wie heißt er, vom Alu-Mann. Mit der positiven Energie und so weiter. So. Also, ja, eine Note, eine Tonleiter. Oh Gott, das ist lange her. Ich habe irgendwann in der ersten Klasse oder sowas oder in der Grundschule mal Klavierunterricht genommen und das auch irgendwie nur ein halbes Jahr. Egal, das ist also nicht mehr wirklich aktuell, könnte man sagen. So. Was? Erst die schwarze Taste, dann die. Ach du großer Gott, eigentlich müsste ich mir einen Screenshot machen, mache ich aber nicht. Erst die neben dem E, wie immer die auch heißen mag. Also, oder C, D, E, F, G, A, H, C, D, ja genau. Okay, gut, erstmal die daneben, dann die zweite Note ist dann diese hier, die dritte Note ist gar nicht eingezeichnet, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Pfeile. Wie frech. Ach du großer Gott, das muss man auch da abbilden. Ich schätze mal stark, dass wir irgendwo Gitarre spielen müssen und damit irgendwas bewirken müssen. Das bricht mich jetzt schon ein bisschen an, aber hey, ist ja nicht so schlimm, ne? So, ich versuche es gerade mal einzuprägen. Warte mal, kurz. Ich kann mal eine Sekunde mal nicht reden. Moment. Nicht das. Das zweite ist dann das. Die dritte ist irgendwas. Die vierte ist. Ach nee, ja genau. Die erste ist die zweite ist die dritte ist dann die vierte ist dann irgendwo da wiederum und die weiße, die A wahrscheinlich und die fünfte ist da. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich werde es wahrscheinlich gleich wieder vergessen haben und zack, habe ich es vergessen. Ich werde erstmal sowieso das Instrument finden, wo ich das abspielen soll. Das ist die Gitarre, ich nehme an, das muss hier sein irgendwo. Oder ich muss draußen zur Orgel, mal sehen. Erstmal Verstärker Nicht ansehen. schlecht. Ja, kannst du es benutzen? Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Ja, nimmst du erstmal mit. Schnell Verstärker eingesteckt, ist doch leicht. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Allen Ernstes? Und die Akustik ist ja auch besser. Okay, kannst du es benutzen? Noch mehr benutzen? Nee, ich meine es richtig benutzen. Ansehen, nehmen. Der hat ordentlich Power. Gitarrenverstärker. Kannst du nicht für Gitarre einfach nehmen? Oder in die Kanzel gehen? Genau, wir gehen in die Kanzel und spielen erstmal schön E-Gitarre. Warte mal. Benutzen, Kanzel. Ich bin nicht so der Pastor. Ach, schade. Kannst du nicht. Ich schlepp den keinen Meter weiter. Sollten auch die Gitarre nehmen, eigentlich. Rock'n'Roll, Baby. Irgendwie nicht so richtig. Obwohl ich, ehrlich gesagt, fast davon überzeugt bin, dass ich das benutzen muss. Benutzt die Gitarren? Nee, du sollst. Nee. Auch die Gitarre natürlich nehmen dazu. Na gut, egal. Was haben wir hier noch so? Kopfhörer, ansehen. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Kannst du es mitnehmen? Oder Keine benutzen erstmal? Zeitmusik zu hören. Na gut, nimm's einfach mit. Herrgott, nochmal, nimmst du einfach mit, Edna. Tatsächlich, klappt auch. Ansonsten auch was noch mitnehmen können. Hier, Lautsprecher, Anlage. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Ja, haben wir noch irgendwas? Fernseher, Plakat, Türe. Ich habe das dumme Gefühl, dass sie wahrscheinlich die Plakate kaputtreißen wird, oder? Das wäre Blasphemie. Tatsächlich nicht. Okay. Das wäre Blasphemie. Ja, wunderbar. Dann siehst du einfach mal an. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Und hier, was? Euch Black Nicht Sabbath oder gerade die sowas? Naumburger Dompfeifen. In Ordnung. Das Sofa vielleicht mal. Vielleicht ist irgendwas zwischen die Ritze gerutscht. Sieht gemütlich aus. Setz dich doch. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Nee. Sofa, Heft, Plakat, Tür, Fernseher. Okay, dann gucken wir uns mal an, was der so angeguckt hat. Es läuft ein Musiksender. Ja, mit einem Herrn mit offenbar relativ starker Nackenmuskulatur. Kannst du den Fernseher denn klauen? Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären.
Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Ja. Gut, kannst du den benutzen? Ah, kannst du ihn ausmachen, immerhin. Und ich sehe schon wieder einen Lichtschalter. Kann man den Lichtschalter dann benutzen? Kann man den Lichtschalter benutzen? Nee, kann man wirklich nicht. Schade. Dann gehen wir mal raus. Können wir raus? Können wir jetzt bitte raus? Gitarrenverstärker, Altar, Kanzel, Kreuz. Gut, also ich behalte mal diesen Gitarrenverstärker noch im Hinterkopf, werde aber erstmal die weitere Kirche erkundigen. Nicht erkundigen, was es in der Kirche gibt, so rum. Wir haben hier eine Tür, Orgelpfeifen und eine Treppe. Komm, sehen wir uns doch mal die Orgelpfeifen an. Wie oder? Die Orgelpfeifen. Oh mein Gott, ist das schlecht. Bleiben wir erstmal unten. Ist zu. Abgeschlossen. Hier ist so ein, nicht Taufbecken, sondern wie Weihwasserkrams. Weihwasserdümpel halt. Was weiß ich, wie das heißt. So, hier haben wir irgendwelche kleinen Kläppchen und Klappchen und tatsächlich sind die wirklich sinnvoll. Sehen wir uns mal an. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Müssen wir das? Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie. Kannst du es irgendwie aufmachen? Und nochmal reinsehen? Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Ja, ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber gut. Kann man hiermit irgendwas machen? Nein, mit der Orgel. Geh zur Orgel. Oh mein Gott. Schalter, Schalter. Keine Ahnung, was es bedeutet. Cis, D, O, O, O. Das ist E. Also mit Dings ging es, glaube ich, los, ne? Darf ich weitermachen? Dann war das. Und dann habe ich es schon wieder vergessen. Ist das herrlich? Vielleicht das? Ne, ist falsch. Ich muss nochmal gucken. Geh raus. Aber egal, gucken wir uns erstmal den Rest an. Kassettendeck. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Jo. Kannst du es benutzen? Ach, schön. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt das Kassettendeck im Großen und Ganzen hören konnte, vor der Hintergrundmusik sozusagen von Edna an sich. Egal, haben wir noch was? Kassettendeck, Orgel, Stühl, Leiter und Klappe. Mal gucken wir uns mal die Stühle an. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Können wir uns doch was mitnehmen oder so? Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Ja, ich möchte dich zusatzbestuhlen. Was für ein herrlicher Spruch. Kannst du euch das Kassettendeck mitnehmen? Habe ich gar nicht versucht. Das ist kein Walkman. Du hast einen Verstärker mitgenommen, Herrgott, nochmal. Gehen wir erstmal nach oben. Gucken, was da noch so gibt. Aber... Was? Edna. Was ist hier passiert? Yo. Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Dich befreien? Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Ja, red nur Schuld ein. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ja, unglaublich nett von dir. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Ja, das werden wir hier sehen. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Da bin ich gespannt. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ja, was weiß ich. Ich fessel dich, ich knebel dich, ich töte dich. Irgendwas in der Richtung kann man bestimmt machen. Und übrigens, ich hab's doch gesagt, wenn jemand so weggeht, in Filmen ist es immer so, ja, ich habe alle Antworten auf alle Fragen für dich. Das ist überhaupt kein Problem. Oh, was ist das denn da draußen in der Dunkelheit? Da gehe ich kurz mal hin und kam nie wieder. Immer, immer. Egal. Leiche. Gucken wir uns mal die Leiche an. Hat der Pass vielleicht irgendwas dabei? Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Ach, wie hast du das mitbekommen? Vor allem, weil auch Polizei bei der Straßensperre stand. Das ist vielleicht nicht so geil, wenn wir damit in Verbindung gebracht werden. Da können wir vielleicht wieder direkt in die Klapse. Das ist nicht so geil. Ja, apropos Klapse, komm, red doch mal mit der Leiche. Das wollte ich nicht. Mitnehmen. Ich will die Leiche nicht mitnehmen. Benutzen. Da ist nichts mehr zu retten.
Will ich die Leiche benutzen? Ich glaub's ja eher nicht. Kannst du vielleicht mal aus der Rosette sehen? Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Was? Wie? Kannst du es aufmachen? Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Ach, stimmt, die Fenster lassen sich wahrscheinlich nicht öffnen. Geh zur Leiter, okay. Kann man vielleicht mit dir reden nochmal, jetzt wo du so deine Beklopptheit offenbart hast? Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Du bist ein ziemlicher Arsch, kann man das mal sagen, ne? Gut, gehen wir mal hoch. Wenn's hier weiter, oder wenn's hier weiter nichts gibt, guck kurz mal. Leiche, Leiter, Rosette, Luke und Schlüsselmeister. Wieder hoch. Eine Glocke! Sieh dir die Glocke an! Made in Kruppstadt. Auf ja. J7 Minor gestimmt. Auf J7 Minor, okay. Lass mich gerade, du kannst sie nicht mitnehmen. Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Aus gutem Grund. Du könntest vielleicht der Klöppel sein von der Glocke, oder würdest du gerade so reinpassen. Kannst du mit der Glocke reden? Du redest, du kannst glockisch? Nicht schlecht. Kannst du sie benutzen? Mit bloßen Händen? Ach, warte mal, genau. Wir haben noch so ein Hämmerchen hier. Poloschläger. Das hat was gebracht? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Ja und? Okay, so kann man dich also hochlocken scheinbar. Gibt's noch irgendwas hier? Glocke, Ferne, runter, Mond. Ferne? Sieh in die Ferne. Sieh in die Ferne. Edna, sieh in die Ferne. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da... Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Oh! Oh. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Alumann! Ich muss zurück zum... Ach, ich kann nicht zum Alumann, weil ich bin ja eingeschlossen. Runter. Leiche. Warte mal, die Leiche? Hat er die ganze Zeit gewedelt? Kann ich den vielleicht irgendwie... Kann ich den einfach runterschubsen, den Heini hier? Dieser Stream beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Das hoffe ich doch, ja. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie ja tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Das kann man wohl sagen, ja. Ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben. Ich weiß nicht. Danke, Poki. Aber danke. Man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Ich bin einfach ausgebrochen und so. Das soll doch ein lustiges Spiel hier werden. Poki, was soll denn das? Nicht so ein Dramaspiel. Ah, na gut. Dann versuche ich eben nochmal hier diese Melodie zu spielen. Und zwar zuvorderst, indem ich mir nochmal die Noten angucke. Das wäre ganz clever, glaube ich. Habe ich eigentlich irgendwo was, einen besseren Zettel als diesen komischen, weißen, verrottenen Zettel, den ich hier gerade vor mir liegen habe, worauf ich schon 20.000 Dinge gekritzelt habe? Ich nehme einfach mal diesen Zettel hier aus diesen kleinen Blöckchen. Ja, genau. Wunderbar. So. Dann gehen wir dahin. Ach, der Verstärker haben wir immer noch. Ja, gut. Ansehen. So, das kriegen wir wohl hin. Das kriegen wir hin. Warte mal, hier ist E. Das ist richtig. Ja, und F und G und so. Und A und H und C und D. Das mache ich mir direkt mal auf. Und, warte mal, hier ist 1, 2, 3. Und, das sind halt hier zwei weiße. Das ist wohl richtig, wie das halt so üblich ist bei Klavieren. Und da ist 1 und da ist 1 und hier ist halt E, das ist wohl richtig. Dann ist halt hier F und nochmal 3 schwarz. Ich hab mich schon vermalt, das ist unglaublich, wie talentiert ich so bin, mir selber Notizen zu machen, dass ich ein Studium hinter mir habe, das ist echt, kann ich mir selbst kaum glauben, aber okay. Du bist A, du bist H, mein Gott, ich schau jetzt schon nicht durch, das ist ja Wahnsinn. Gut, das Ding... Ich mache einfach so. Erstens, schwarz neben E. Das ist ganz gut. Schwarz neben E. Das kann ich mir gut merken. Schwarz neben E. Links. Als zweites, was war das als zweites? Die zweite Note ist diese hier. Das ist rechts neben G. Rechts neben G.
brauche ich gar nicht schreiben, dass es schwarz ist, weil sonst wäre es ja G an sich. Die dritte bist du. Du bist, ist das Dis oder Des oder was weiß ich was? Keine Ahnung. Links neben D. Links neben D. Die vierte. Was ist denn die vierte? Vierte ist das da. Das ist A. Ah, die vierte ist A. Das kriegen wir hin. Und die fünfte ist zack, zack. Ich werde mich gleich ganz furchtbar blamieren, das glaube ich schon. Fünfte ist links neben G. Links neben G. So. Ja, gut. Das sollte eigentlich zu schaffen sein, theoretisch. Was schon eigentlich der Grund ist, warum ich das selber niemals schaffen kann. Ohne selber, keine Ahnung, mein eigenes Gehirn herauszuwürgen. So, geh mal hoch. Ja, Edna, jetzt geh hin zur Orgel. Das Dumme ist, dass eine Orgel halt eine doppelte Klaviatur hat und ich halt nur eins zur Verfügung hatte. Das ist natürlich ein bisschen dumm, nicht wahr? Ich weiß und bin nicht, auf wem ich das spielen soll. Das ist mal C, D, E, F, G, A, H, C, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, warte mal, C. Die erste ist links neben E. Also C, D, E, also die. Dann rechts neben G. F, G, also diese. Dann links neben D. Das ist also diese. Nochmal C, D, ja. Siehst du praktisch, okay. Dann viertens ist es A, C, D, E, F, G, A. Und links neben G nochmal. Oder ich bin scheinbar schon fertig. Was? Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Aber wer? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Und was? Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Letzter Ton muss noch sein. Links neben G, genau. C, D, E, F, G. War's das jetzt? Tatsächlich. Dröhn. Und was jetzt? Soll ich das nochmal machen? Oh Gottes Willen, ich hab's schon vergessen. Ah! Ach so, ah, steht direkt runter. C, D, E, Mensch. Das habe ich aus dem Kopf gerade gesagt. Das ist ja irre. Hier genau. Also das. Das. Links neben D. D. Hier. Dann die A. Seite. Und dann links neben G. Ich verstehe nicht, warum nur die letzten beiden, Tasten funktionieren. Ist vielleicht die Reihenfolge einfach eine andere? Also A ist richtig. Okay, dann haben wir noch links neben G. Das hat auch noch funktioniert. Links neben G. G ist hier, da. Also Fis. Wieso hat das nicht funktioniert? Okay, vielleicht nochmal. Vielleicht müssen wir mit A anfangen. Dö. Dann machen wir jetzt mal links neben E. Also, was auch immer, wie auch immer das heißen mag. Dis. Ach, D, Dis, E, Is, Is, okay. Nee, klappt nicht. Nochmal A. Dann nehmen wir eben mal rechts neben G, also praktisch Fis, nehme ich mal an. Wenn ich das Thema jetzt irgendwie halbwegs begriffen habe. G, hier ist Fis, tatsächlich Fis. Achso, rechts neben G. Oh, das warte ich ein bisschen dumm gerade. A. Ah. Ja. Gut. Auf zu dröhnen. Rechts neben G. Gis. Nee, das klappt auch nicht. Nochmal A. Nee, auch so nicht. Hat es vielleicht auch mit dem Schalter zu tun? A? Was jetzt ein Doppeldröhnen? Was ist, wenn ich das ausmache? Nochmal A? Ah, nix. Und nur dich an? Auch nix. Aber dich. Das klappt. Wieso klappt das?
Ich muss nochmal runter zur roten Notenlehre. Verdammter Mist. Komm mir ein bisschen vor, wie diese Essensschlacht. Geh hin! Geh hin, Edna! Hier. So, habe ich wieder irgendwas falsch gemacht? Ich glaube schon. So, mit A fing es komischerweise an, was mich ein bisschen irritiert, weil A eigentlich hier die zweite war. Und eigentlich müsste ja hier dieses E, D, also Dis zum Beispiel, das erste, dieses hier Dis, theoretisch der erste sein, weil so ist zumindest die Reihenfolge. Aber es klappt ja irgendwie nicht so richtig, wie ich mir das dachte, ne? Es ist nicht so schön. Ach du Sch... Das ist ein anderer Code. Mein Gott, das wird erstmal so übertragen. Und muss dann letztendlich so übertragen werden auf die Gitarre. Ah, ich verstehe. Also das ist die eigentliche Reihenfolge, wie es gespielt werden könnte. So wird es sozusagen, so wird es von der, von den Noten sozusagen übertragen auf die Klaviatur. Und von der Klaviatur sozusagen wieder übertragen auf die Saiten. Das heißt, so wie ich das gerade habe, ist das nicht richtig. Das heißt, A ist hier, oder warte mal, nee. Oder auch nicht. Dann war vielleicht mein Denken einfach nur Stuhl gerade. Ah doch, ich fange mal an, hier an. Hier, das eine ist, wo das lang, hier lang, hier lang. Das ist H. H. Ich muss mal aufschreiben. Erstens ist für mich jetzt H. Erstens H. Gut, zweitens, also dieses hier ist D. Zweitens ist D. Ich hätte auch mal weiterlesen können, wie eben, wie sonst. Drittens ist E. Nur die weißen Tasten, wie kommt's denn dazu? Viertens ist wiederum A. Deswegen klappt's A. Ich verstehe, ich verstehe. Mein Gott, ich bin ein Rätselkönig. Fünftens ist G. Mensch, ist ja irre. Kann das sein, dass Gitarren gar keine Zwischennoten haben? Das kann ich gar nicht glauben. Weil nur die weißen Tasten benutzt werden. Und ich meine, wenn Edna das sagt, dann kann das gar nicht falsch sein. Und, wisst ihr, was Edna direkt mal macht, bevor sie mal direkt hier auf der Orgel Gitarre spielt? Sie macht mal einen kleinen Schnitt. Und zwar direkt jetzt.